Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush hier auf meinem YouTube-Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Und ja, wie ihr vielleicht aus dem Videotitel schon entnehmen könnt, geht es heute um mein neues Setup, denn es ist endlich komplett. Wie ihr seht, ich habe endlich auch meinen Popschutz hier bekommen. Und ja, ich wollte ja da upgraden auf das neue Mikro und alles. Und die Amazon-Bestellung ist einfach mal auf 3 Pakete gekommen, Leute. Obwohl ich das alles fast am selben Tag bestellt habe. Denn zuerst habe ich nur das Mikro mit dem Stativ und dem Popschutz bestellt. Dann, ja, ist das alles, habe ich mir gedacht, oh verdammt, mein MacBook hatte nur 2 Anschlüsse und jetzt brauche ich eigentlich viel, viel mehr USB-Anschlüsse. Wie mache ich das nur? Dann bin ich hier draufgekommen, oh, ich brauche einen USB-Hub. Den habe ich dann einen Tag später bestellt. Ja, ich weiß, war ziemlich dumm von mir. Und ja, aber dann habe ich noch meinen Popschutz gebraucht. Ich habe trotzdem schon damit dem Mikro aufgenommen, wie ihr auch schon in den letzten Videos gesehen habt. Und ihr habt mir mega gute Kommentare immer da gelassen. Und es freut mich wirklich, dass ihr euch auch freut über die neue Mikroqualität. Ihr feiert die ja richtig, Leute. Und so, da haben wir das erste Spiel durch lauter viele Reden schon verloren. Aber ich glaube, das hätten wir auch so verloren. Egal, Leute. Egal, um das geht es jetzt heute nicht. Wir wollen heute mal um ein neues Setup sprechen. Ja, und dann ist endlich heute der Popschutz gekommen. Der hat ganze 6 Tage gebraucht, um herzukommen. Ich habe es am 7. Jänner bestellt. Heute, wie ich das Video aufnehme, haben wir den 13. Und ja, Freitag der 13. Und ich habe schon das erste Mal verloren. Nicht so gut, Leute. Und ja, jetzt ist endlich der Popschutz auch da. Das heißt, die Explosivlaute so wie P und K werden hier besser gefiltert. Und das Mikro übersteuert nicht, zum Glück. Also es sollte eure Ohren schonen. Und ja, in was geht es um das Video in diesem Video noch? Ja, was ich so in Zukunft bringen will, Leute. Denn ich habe ja auch schon mal öfters angekündigt, dass ich auch gerne mal vloggen hier würde auf diesem Kanal. Ich weiß, es heißt Danny Online Let's Play. Wieso bringst du hier auch für einen Vlogs, Danny? Ja, ich will es einfach. Es macht mir Spaß, Leute. So wie es mir auch Spaß macht, mal andere Spiele zu bringen, außer Castle Crush. Ich bleibe natürlich Castle Crush treu. Trotzdem möchte ich gerne mal ein anderes Spiel spielen zum Ausprobieren. So wie in letzter Zeit zum Beispiel Castle Creeps CT oder so in der Art. Deswegen feiere ich das alles irgendwie. Und so, da spielen wir mal den Henker, Leute. Und ja, natürlich will ich in Zukunft immer weiter meine Videos verbessern. Um das geht es mir am allermeisten. Zum Beispiel will ich auch in nächster Zeit mal ein Intro bringen und so Zeug. Aber Leute, das hat alles Zeit. Mein Kanal ist ja gerade erst mal 3 Monate alt und es sind schon so viele Leute hier auf dem Kanal abonniert. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr den Kanal so fleißig abonniert. Wir haben ja schon über 700.000 Aufrufe und über 7.000 Abonnenten, was einfach mächtig ist für diese kurze Zeit, was ich auf YouTube bin. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, Livestreams in letzter Zeit nicht so viele gekommen. Wie gesagt, mein Internet in Graz nicht so das Beste. Das, ja, wenn ich zu Hause bin, dann bemühe ich mich natürlich, mehrere Livestreams pro Tag für euch zu bringen. Ja, so wie es am Wochenende meistens der Fall ist, oder im Februar wird es auch wieder mehrere Livestreams geben, denn da habe ich natürlich Ferien vom Studium, ein ganzes Monat. Da werde ich hoffentlich versuchen, jeden Tag hier Livestreams zu bringen. Ich hoffe, ihr freut euch gleich darauf wie ich, denn ich liebe einfach Livestreams, da ich das direkte Feedback von euch bekomme. Und ja, was wird es sonst noch so geben hier auf diesem Kanal? Ja, wie gesagt, viele Handyspiele. Ich bringe ja momentan fast 4 Videos pro Tag, was schon sehr, sehr anstrengend ist, Leute. Ich brauche natürlich zum Drehen, zum Schneiden, zum Hochladen, zum Thumbnail machen richtig viel Zeit, aber es macht mir einfach so viel Spaß, für euch Videos zu drehen. Und deswegen mache ich das natürlich auch. Ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Deswegen werde ich auch weiter produzieren. Und wenn ich dann noch so viel Feedback von euch bekomme, freue ich mich umso mehr, Leute. Also, wenn euch das Video hier zum Beispiel gefällt, gebt mir noch einen Daumen hoch und kommentiert das auch, wie ihr das neue Setup so findet, die Qualität meiner Videos und was ich in Zukunft noch so bringen will. Denn manchmal braucht es einfach so eine kleine Idee, das in mir einen Gedanken aufsprießen lässt und dann vielleicht hier auf meinem Kanal was ändern kann. Deswegen, eure Kommentare bringen was. Ich lese mir alle Kommentare durch, Leute. Das wisst ihr natürlich. So, und da werden wir gleich mal die Drillinge hier spielen. Und deswegen schreibt Kommentare. Ich lese mir alles durch, Leute. Denn viele denken so, ja, antwortet er eigentlich? Denn viele von euch finden ja die 7000 Abonnenten schon richtig viel und meinen dann, da antwortet man nicht mehr. So, der Gegner spielt hier die Wut, jetzt muss ich aufpassen. So, hier etwas verzögern mit dem Zwerg. Gelingt mir natürlich nicht so toll. Eieieiei, jetzt wäre es natürlich gut, den Henker zu haben. Doch, der kostet 8. Gegner hat einen Rush-Deck, komm! Das geht sich noch aus. Yes, Leute, es geht sich aus. Nur da oben mit dem Narren. Da hätten wir, ja, da haben wir verloren. Da hat der Gegner den Meteor gehabt, wie es für einen Rush-Deck auch üblich ist. So, weiter geht's in die Schlacht. Ich habe hier ein neues Deck, das habe ich letztens schon zusammengestellt mit dem Dämonen und alles. Macht mir richtig Spaß, das zu spielen. Habe ich einfach mal so probiert und es hat einfach funktioniert. Denn das Deck setzt den Gegner richtig unter Druck. Nur manchmal ist man bei Rush-Decks etwas ausgeliefert.
Aber ja, da muss man drüber stehen, denn dafür hat man gegen andere Decks mal gut Chancen. Ja, wie gesagt, ich will hier natürlich viele neue Sachen bringen auf diesem Kanal, neue Videos, neue Spiele, will euch unterhalten hier und ja, mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass es euch gefällt und dass es euch Spaß macht hier, dass wir hier eine riesengroße Community sind und falls ihr mich mal irgendwo trefft, denn es sind ja viele, viele Leute von euch aus Graz, dann redet mich einfach an, Leute, ich mache gerne mit euch ein Foto, plaudere etwas mit euch, würde mich riesig freuen, es hat mich noch niemand so auf der freien Straße hier in Graz erkannt und das haben mir ja schon viele gesagt, ja, denn ich habe dich gesehen, was ich noch nicht so ganz glaube, dass das wirklich stimmt, die wollten mir das einfach nur mal mitteilen und ja. So, da unten ist der Echte. Können wir ihn mit einem Dämonen zerstören? Jupp, da ist er weg. Und da sind auch die Bogenschützen weg. Also ich hoffe, wir haben auch in der Zukunft einen Riesenspaß hier in der Hashtag Dennis Community. Das ist jetzt euer Zeitpunkt, in die Kommentare zu schreiben. Hashtag Dennis Community. Und wer ist bis hier beim Video dran geblieben, der schreibt mir hier 6 Minuten rein. Also, denn ja, das ist der Timecode, wo ich das gerade gesagt habe. Ja, schreibt einfach Hashtag Dennis Crew. Das ist ja zur gleichen Zeit gewesen. Boah, da hat der Gegner zu spät seinen Wutzauber gespielt und ich muss mich natürlich hier durchsetzen bei den Bogenschützen hier. Und los geht's. Ja Leute, das war eigentlich schon das Update, was ich euch sagen wollte. Mein neues Setup gefällt euch hoffentlich. Ich habe riesen Spaß dabei, mit dem Setup zu spielen. Und ich hoffe, ja, die Videoqualität, es hat hier was gebracht, um die zu verbessern. Ah, ich muss hier durch, ich muss hier die Bogenschützenkönigin irgendwie killen, die bringt mich immer um den Verstand hier, so hier den Henker und da sollten wir das haben, ah, da sind gleich zwei, da machen wir gleich beide weg mit dem Henker, easy Leute und da setzen wir gleich noch einen auf die mittlere Lane. Ja, viele von euch wollen ja auch, dass ich Clash Royale spiele, aber ich weiß nicht, ich bin bei dem Spiel schon so weit hinten, denn es hat jetzt so viele Updates in letzter Zeit gegeben, ich weiß nicht, wie ich tun soll, ob ich da wirklich mal was spielen soll, denn ja. Es gibt ja schon so viele Castle Crush YouTuber, nicht Castle Crush, Clash Royale YouTuber, die eigentlich so viel besser sind als ich hier. Deswegen, ja, schaut dort eure Clash Royale Videos und für mich kommt ihr hierher, wenn ihr Castle Crush sehen wollt. Oder zum Beispiel Castle Creeps TT, was ich jetzt auch schon auf meinem Kanal bringe. Battle Cats hat euch ja auch gefallen. Ich habe schon so viele verschiedene Spiele gebracht und ich bin immer offen für neue Spiele. Also in die Kommentare, falls ihr neue Spielideen habt, die ich spielen soll. Und ich habe endlich wieder Juwelen, Leute. Mit denen ich Kisten öffnen kann, so Skelettschwamm brauche ich momentan nicht, denn da brauche ich 800 Mal, bis ich da den upgraden kann. Und wir starten gleich mal wieder in die Schlacht. Wir wollen natürlich hier auch die Siegeskiste öffnen, denn dann ja, wurde hier in diesem Video richtig viel mitgeteilt an euch. Und ich hoffe, ihr freut euch gleich viel auf die zukünftigen Videos wie ich. Wie gesagt, in nächster Zeit werde ich hoffentlich mal ein Intro hier schaffen, reinzubringen in meinen Kanal. Und dann geht's weiter mit hoffentlich mehr Livestreams. Vielleicht lege ich mir ja hier in Graz neues Internet auch zu. Aber ich wohne ja in der WG, wir teilen uns momentan das Internet. Und ja, das andere müsste ich dann nur für mich alleine und ja, gutes Internet. Ihr wisst ja so, nicht gerade billig, wenn man schnelles Internet will. Deswegen, ich bin Student und ja, da schauen wir mal, wie es mit dem Internet hier weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ich bald hier gutes Internet bekomme. So, hier ein Bogenschützenstamm. Denn dann kann ich auch hier mal in Graz spontane Streams bringen. Würde mir richtig Spaß machen. So, den Henke hier mal unten. Weg mit dem Skelettschwamm. Und da oben müssen wir einfach mal den Flaschengeist hier etwas in den Schranken weisen. Ich hoffe, das geht sich aus. Ja, geht sich locker aus hier mit dem Zwerg. Für was er den hier gespielt hat, den hätte er ja locker an meine Burg setzen können. Und der Henke bahnt sich hier seinen Weg. Weiter geht's mit den zwei Kriegern. Boah, da kommt er mit dem Skelettschwamm. Ich hoffe, ich ziehe bald die Pfeile. Aber hier werden wir sie einmal hinten wegfeuern. Yes. So. Wir wollen natürlich hier den Skelettkönig spielen und auch den Krieger. So können wir auch den Skelettschwamm beseitigen. Und das sollten wir gleich gewonnen haben. Yes, denn der Henker macht ja Flächenschaden. Da hilft der Flaschengeist hier nicht viel vor seiner Burg. Yes, Leute, wir haben eine große Kiste gezogen. Endlich wieder mal eine coole Kiste hier gezogen. Freut mich richtig, denn ich warte schon wieder länger auf eine große Kiste, auf eine magische Kiste. Ich habe noch nie eine mythische Kiste gezogen, Leute. Habt ihr nach einem Spiel schon mal eine mythische Kiste gezogen? Ihr wisst ja, wo ihr das hinschreiben müsst. Und ja. So, wir öffnen hier noch die Siegeskiste. Wasser mit drinnen. Mal drei Juwelen, gar nicht mal so schlecht. Dann fünfmal den Blitz und 41 mal den Bogenschützenstamm. Wow, den kann ich ja dann schon bald auf Level 10 upgraden. Das wäre natürlich mega, Leute. Aber hiermit möchte ich auch dieses Video beenden. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen.
Und ja, falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen hoch geben oder auch falls ihr euch einfach hier mein Equipment gefällt, Daumen hoch geben, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Und falls du hier neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo von dir freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play. Ciao.